Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Landwirtschaftssimulator 2015 auf der Map Ackendorf heißt sie, ne? Ja. Mit genau. Dem lieben Schwabenboy zusammen, hallo. Ja, hallo Banause. So, und ich darf mich jetzt hier erstmal dran machen, versuchen das Ding hier reinzuparken. Ja, und ich bin gerade ohne Palette verlade. Ja, und du hast ja gerade gesagt, die Paletten sind wohl doch weg. Ja, leider Gottes, ich weiß es nicht. Wohin die verschwunden sind, aber Fakt ist, sie sind WECH. Oh. In echt werden die jetzt kaputt. Ich kann dir sagen, wo die sind. Die sind in den Weiten des Codes des Spiels verschwunden. Im Nirvana. Ja, genau. Na, bis zum Nirvana habe ich gar nicht da. Ja. So, und das Coole bei dem Anhänger ist, wo ich die Palette jetzt auflade, man kann die Palette, wie gesagt, manuell fixieren und die Rucke dann automatisch ist dann nicht fixiert, wo man es draufstellt, sondern und jetzt, ich muss nur, glaube ich, auch auf Obst und Gemüse gehen. Das, glaube ich, alles aktivieren, wenn ich jetzt auf Arbeitsmodus liegt. Seht ihr, bam. Und ist sauber fixiert und einsortiert auf dem Wagen. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob es funktioniert, wenn ich zwei verschiedene Sachen auflade. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Und wir müssen auch zum dann glaube ich den Arbeitsmodus wieder ausmachen, damit er wieder aufladen könnt. So, das heißt, wir machen jetzt den Arbeitsmodus wieder aus. Dann sind die Paletten auch nicht mehr fixiert. Reicht das eigentlich, wenn die nur an der Kante steht, weil ich kriege die noch nicht drauf. Muss ich probieren, ob er was aufnimmt. Muss ich mal einschalten dann. Okay, mach ich gleich mal. Weil das Vorderband selber hat auch eine Ladekapazität von 2000. Weißt, wenn er was aufnimmt, dann reicht's. Wenn es auch noch nicht aufnimmt, Band dann drauf, Band runter. Achso, man kann doch noch schwenken. Ja, du kannst den Arm vorne schwenken. Achso, ist klar. Ja, sehe ich gerade. Das Vorderband ist echt cool. Und dann kannst du den Traktor auch abmachen, das läuft dann auch so, weil wenn man es nur zum Einschalten, dann brauche ich jetzt mal zum Einschalten, brauche ich meinen Traktor dran. Sehe ich das, wenn da was drauf ist? Nee, ne? Ja. Ja, dann geht das noch nicht. Testen wir das noch ein bisschen. Versuche ich da mal mittig da dran zu kloppen. Kommst du nicht drüber? Nee, irgendwie komme ich da über die Kante nicht drüber. Aber ich denke, man müsste es fast mal gemischt hier fixieren können. Weil das ja alles als Aufstieg Gemüse läuft hier. Und wenn wir jetzt gleich mal austesten. So, Arbeitsmodus an X. Ja, funktioniert sehr schön. Dann seht ihr sauber einsortiert wieder. So, das heißt, wir nehmen die Palette hier auch noch mit. Und dann würde ich sagen, fahren wir Richtung Obst, Dingsbums, Obstplantage. Und jetzt erstes Mal. Soll ich mal probieren? Ja, ich steig mal aus, probier du mal. Weil ich komme über den Stein da nicht drüber, über die Kante. Ich habe es jetzt die ganze Zeit versucht mit Anschalten, aber der hängt da an der Kante und ich komme noch nicht drüber. Oh, nein, das könnte ein Problem sein. Oder damit ein bisschen anheben, ja. Das wollte ich gerade, ja. Das könnte man ausprobieren, genau. Na gut, nicht so. Toll. Wapp. Wapp. Ne. Wapp. Ja. Ich mach nichts. Na, ich mach von anderer Seite nochmal, komm mal. Mit vereinten Kräften schaffen wir das schon darüber. Ich genau, wenn es nur bis einmal steht, wenn es einmal steht, dann steht's. Genau, wenn es einmal drauf ist, ist es drauf. Ja,
das sieht gut aus. Jetzt fahren wir ein bisschen rückwärts. Jetzt schalt mal an. Ah, jetzt kommt's. Alles klar. Ah. Jetzt kann ich ja abkuppeln. Ja, warte, ich hab grad ein Standbild, so jetzt nicht mehr. Lass mal ein bisschen hoch nach der Vorderband. So. Hätte schon mal hochlassen sollen ein bisschen. Achso, wir können ihn machen. Ein bisschen hoch, sagst du? Ja. So hoch wie es geht, dass der Hänger ein bisschen drunter passt. So. So. Wenn man drunter wegfahren kann. Und jetzt müsste er mit dem Hänger einfach, da siehst du jetzt ja den gelben Punkt. Ja, sehe ich. Alles klar. Das ist ein Hänger einfach drunter und dann lädt er automatisch auf. Und das muss dann zu dem Kartonfabrik, sagst du, ne? Da. Genau. Okay. So, und wie gesagt, ich lade noch die Kabel. Sag ich doch, mit feinen Kräften geht das. Ja klar, das sind ja Profis, hallo. Noch mehr Profi wie mir und das ist ja fast nicht auszuhalten. So. Ah, der Hubmaststapel ist schon cool. Ja. Hat was da Ding. Ah, jetzt geht's rund. Hackschnitzel. Schnitzel. Hackschnitzel. Ach guck mal, ich habe jetzt Arbeitsmodus schon leer. 77%, okay. Ja, das haben wir das 13.000. Ja, so, dann bringe ich dann. So, das war zum HPE oder sowas, ne? War das? Ja. HPE, ja. Ja. Also, ihr seht jetzt gerade mal, ihr braucht an dem Hänger den Arbeitsmodus mal ausschalten. Das hört jetzt automatisch ein, wenn man hier verbladet. Das ist noch viel cooler. Leck, okay. Ach du Scheiße. Oh oh. Was denn? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ist nicht gut. Oh oh. Oh oh. Was hast du gemacht? Oh oh. Der Schwab hat irgendwas Böses gemacht. Ja, ja, weil ich die falsche Taste drücken hab, meine Gabel abkoppelt vom Hubmaststapler und jetzt liegt die auf dem Kopf. Und da wir hier nicht zurücksetzen können, weil das deaktiviert ist, muss ich wohl oder übel nochmal. Auch mal nochmal so Gabel. Die Gabel liegt falsch rum, oder was? Ja, die hat sich verdreht. Weil ich also sehr falsche Tasche gedrückt habe, statt die Ladung löse, habe ich die Ding abgeholt. Mit einer anderen Gabel die andersrum drehen? Problem ist, dass die Palette Coca-Cola heute auf der Gabel. Achso. Das heißt, was für ein Ansatzpunkt. Ja, ne, ich wollte die Gabel dann, aber ich brauche ja schon eine Gabel, weil davon war ich unten, habe ich einfach noch eine Gabel gekauft, schnell und faul dich nicht im Hinkopf. Da kommt er mit seinem Stapel angefahren. Ja. Da ruft er mich an. Glaube ich jetzt. Hast du das gehört? Ja. Hier ist Stau. Ich fahr voll vorbei. Ich muss jetzt gleich sehen, wie die Palette liegt. Und ich hatte die Gabel zwar Kollision, aber die Palette, der Palettenstapel nicht. Und dann war das jetzt gerade ein bisschen eine dumme Aktion von mir. Die falsche Taste. Ach, da liegt sie, ja. Aber mir liegt die einfach nur am Rücken. Ja, bei mir auch, aber du kannst nicht ankommen, das ist das Problem. Ach so, ja, aber umkippen einfach, oder? Ja, das will ich ja versuchen, aber da brauche ich ja irgendwas. Ach so, ja, eine andere Gabel, klar. So, Hackschnitzel war dahinter, glaube ich, ne? Auf der Hinterseite, ja. Und mit den Pfanden vom Schaurut rückwärts ran. Ja. Brauchst du eigentlich auch gerade, du kannst ja seitlich anfahren, müsst ihr auch hier. Und das nächste Jahr müssen wir dann vielleicht mal gucken, ob unsere Silage reif ist, dass wir die auch weghauen können.
Alter, 20 mit 20 km/h ist der Weg extrem weit vom Händler bis darüber. Also ich hätte nicht ewig gebraucht, bis ich unter dem Sägewerk war mit dem Ding. Ja, dann liegst du ein bisschen geländegängig. Ja, ich kann das wieder nicht auskippen. Musst du gleich machen. Geht's wieder, ne? Und ich habe perfekt rückwärts eingepackt. Ich glaub's gar nicht. Ist ja der Hammer. Oh, ja, ich mach's. Ich komm schnell rüber. Oder ich probier mal hier. Ja, ist sauber. Dann lass ich einfach mal liegen, ne? Ich probier's dann offscreen mal. Wow! Lass es einfach. Was war das denn jetzt für ein Lenk? Okay. Ich weiß nicht. Nee, ich war dann, ja, ich denke, wenn es Zeit zulässt, offscreen noch ein bisschen weiter macht, dann brennt es ja wieder und so weiter. Dass man einfach mal ein bisschen vorwärts kommt. So, Hackschnitzel haben wir dann jetzt. Ja. Dann fahre ich den schon mal wieder zum Sägewerk rüber, denke ich mal. Yep. Ich werde den Offspin dann gucken, dass er den Offspin aufstellt dann. Ja. So. Bei mir ist das, weil der Tor nicht aufgeht, wenn ich das erste Mal dagegen fahre, ist da eine Kollision und dann geht's. Ja klar. Ah, okay. Ja gut, dann ist wahrscheinlich dann offen, das zeigt sich halt nicht an. Ja, das kann sein, ja. So, einmal im Konvoi bitte. Fährst du mal ein bisschen weiter auf deiner Spur? Ja komm, das wollte ich jetzt gerade in Gedanken haben, mache ich nicht. Einmal Elefanterin, es gibt das Problem. Weil ich fahre dann den umkommen Kreis mit dir. Ja. Stimmt, ja. Ja, könntest du sogar schaffen noch bevor, oder? Vor dem Kreisverkehr? Ja, sicher. Ja, war klar. Also ich wollte nicht machen. Oh, und schön gegen das Schild gefahren. Da kann ich aber nichts dafür. Dann machen wir unsere Obstproduktion einwerfen. Ja, schön. Ja, das ist noch der Frontlader zum Abladen hier. Ah, der Wagen, der Palettenwagen ist echt genial hier. Er funktioniert nicht nur für Palette, da kennt man auch Stroh und alles. So, so eine Leerpalette hier. So. Wo haben wir jetzt unseren Frontlader? Hier. So, ich stelle das Ding mal direkt hier hin. Könntest du ja jetzt gerade mal gucken, ob bei der BGA oben die Silage fertig ist. Okay. Nimmst du einfach so einen Traktor, der unten steht. Also du musst, ich weiß nicht, steht da noch ein Anhänger oben oder... Äh,
Kölner. Nimmst den Ladewagen mit hoch, der beim Hof steht. Okay. Beziehungsweise nimmst einfach den Traktor, wo der Ladewagen drin hängt. Den großen, den Bergmann. Der kann auch Silage laden. Und dann klingst du. Nimmst einfach den Traktor, wo das Ding dran hängt, vielleicht, dann das die Mähwagen machst du die weg. Oder hängt da ein. Nein, hängt glaube ich kein Traktor dran, der Ladewagen. Nee, sieht nicht so aus. Also nimmst du den großen Traktor, wo die Mähwerk drin hängt. Ja. Der steht. Nein. Das ist nicht. Da steht dahinter bei deiner Wiese, wo wir mäht haben letztens. Ja, die Haupt, da bin ich gerade da. Achso, das geht so ruhig, so geht es jetzt so nicht. Was für einen Ladewagen soll ich dann holen? Den Bergmann, der wo da auch bei der auf der Wiese steht. Ach, der steht auch wie so, okay. Ach, da, So, ja, komm alles klar. mal. Also, man kann das Abladen funktioniert vom Anhänger, aber man darf es nicht auf den Trigger machen. So habe ich es, glaube ich, gerade zu viel gehabt. So. Jetzt schauen wir mal. Die Leerpalette hier. So, Pflaume. Und. Ups. So. Wo ist das Ding denn? Ah, da unten, alles klar. Kirsche. Einfach da Also, und dann wo. rechts, okay. Die Karton, wo kommen die hin? Hier muss das Wasser mal rein. Der Da ist aber Palette noch kam Gras vorne. drin, ne? Habe ich den noch gar nicht zugelegt. Oder wo ist Gras im Ladewagen? Ja. Ja, der kann ich hochfahren. Wohin? Ich nehme natürlich hier Ah ab. ja, ist klar. Dann machen wir Hier kann man das. Dann Kaffee fahre ich mal hinfahren. zum BGA rüber. Und dann können wir anfangen, Obst zu produzieren. Ist doch schon mal was. Obst ist immer gut. Machen schon mal einen Fuß. Genau. Und gibt hin, der auf die Füller. Naja. Die rote Ampel. Das gibt hier nicht. Nee, gibt's auch nicht, da. Weil die Ampelmod nicht funktioniert im Multiplayer. Okay. Weil das ist auch ein Mod, aber wie gesagt, der Abend, der funktioniert mit Multiplayer nicht wegen der Synchronisation. Genau, deswegen gibt es ja auch keinen Verkehr im Multiplayer. Das ist so ein strammer Weg hier hoch zu dem Ding. Naja, es geht. So, noch einmal hat uns so vier Pflaumen und dann sollte die Ei produzieren. So. Schauen wir uns jetzt Oh, kann gerade man noch sich an. sogar wiegen lassen, cool. So, wir haben jetzt Kompostfelder noch. Wasser. So, was soll ich jetzt hier machen? Silage hast du gesagt irgendwo. Ja, wenn die mich schon drei lassen, zeige ich es drin. Ja, ganz lieber erstmal die Folge beenden. Dann machen wir nächste Folge. Okay.
Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin immer froh, dass jemand dabei hat, der mal sagt, wenn die Folge rum ist. Weil ich verlasse mich da immer drauf, ich gucke dann selber gar nicht mehr nach. Aber in diesem Sinne bleibt uns gewogen, hinterlasst eine Bewertung und einen Kommentar. Schaut beim Benosi auf dem Kanal vorbei, Link wie immer in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke euch, tschüss. Ciao.